Ich würde sagen, es ist so zweierlei gebunden. Ich würde sagen, auf der Startaufstellung, kurz bevor es losgeht, das ist mir ganz ehrlich meist too much, weil ich da der Typ bin, ich will in den Fokus kommen, ich will mich konzentrieren, wo ich versuche dann eher auch wirklich meine Ruhephase zu finden. Abseits des Rennens ist es auch schön, wiederum bei den Autogrammstunden so viele Fans wie möglich zu sehen, so viele Fans zu sehen, die kommen, um dich zu supporten, die vielleicht von dir ein Selfie wollen, von dir ein Autogramm wollen. Das ist wirklich der sehr, sehr schöne Aspekt neben dem Rennenfahren, wo du einfach siehst, wow, so viele Fans, die wirklich an die Rennstrecke anreisen, um dir die Daumen zu drücken. Das ist schon auch ganz, ganz was Besonderes. Ich würde sagen, jeder Fahrer hat natürlich da seine eigenen Rhythmen, um sich in den Fokus zu bringen oder in diese Konzentrationsphase. Für mich ist es zum Beispiel wichtig, die letzten 10 Minuten so komplett für mich zu sein. Ja? Wenn ich ins Auto einsteige, mich in diesen Tunnel zu bringen, dann so gewisse Rituale, wie dass ich meinen linken Handschuh immer zuerst anziehe. Das bringt mich auch in diesen Fokus, in diesen Tunnel. Und das ist eben wichtig, dass man da irgendwo eine Linie reinbekommt, die man dann letztlich, wenn es gut läuft, immer beibehält und gleich ausführt. Ja, der Schlaf ist eigentlich eher Katastrophe meist an den Rennwochenenden. Bei mir tatsächlich ist da einfach zu viel Adrenalin dabei, zu viel Gedanken auch, wo man tatsächlich nochmal drüber nachdenkt, wie war der Tag, was können wir besser machen für den nächsten Tag, wie gehen wir vielleicht Qualifying-Rennen an. Das heißt, mein Schlafverhalten während den Rennwochenenden ist eher mau, eher wenig. Wir haben über das Jahr gesehen einige Testtage, die wir als Team gemeinsam absolvieren, wo wir uns einfach dann auf das Rennwochenende selbst vorbereiten mit verschiedenen Setup-Arbeiten, Abstimmungen, vielleicht auch Ideen, die wir dann fürs Rennwochenende selbst umsetzen können. Dementsprechend ein volles Jahr, aber immer wieder schön unterwegs zu sein. Dann vor allem das Schönste natürlich im Rennauto zu sitzen und dann bei den Tests oder bei den Rennen abzuliefern. Ja, für mich war das eigentlich so ein bisschen der Zeitraum, als ich Formel BMW Formel 3 gefahren bin, wo natürlich der Plan ist, vom Weg im Motorsport weiterzugehen und in den professionellen Motorsport zu gehen. Aber es war auch nicht ganz klar, ob es klappen würde. Und dementsprechend war es für mich eben auch wichtig, eine Lehre zu machen, eine Ausbildung als Karosseriebauer zu machen, um eben auch ein zweites Standbein zu haben. Letztlich hat es mit dem Motorsport geklappt, aber es war mir ganz wichtig, da eben wirklich zwei Wege zu gehen. Ich glaube, für mich hat es wirklich viel gebracht, den Beruf so auszuüben, um einfach auch das Verständnis für die Mechaniker zu haben. Zu verstehen, was die wirklich an der Rennstrecke leisten. Ich glaube, das bringt mir extrem viel als Rennfahrer, dieses Verständnis auch für die Mechaniker zu haben, um sich da auch gegenseitig auszutauschen und denen auch das so zu übermitteln. Ich bin tatsächlich auch im privaten Alltag ein sehr sportlicher Autofahrer. Mir macht es einfach Spaß, schnell zu fahren. Natürlich immer auch an den Geschwindigkeitsregeln entsprechend. Aber wir haben ja das gute Glück in Deutschland, dass wir auch mal ein paar freie Autobahnen haben, wo man auch mal schnell fahren darf. Aber auch gerade auf den Landstraßen macht es schon Spaß, auch sportlich zu fahren. Ich glaube, man sieht schon, dass da ein kleiner Wandel stattfindet und dass das Simracing schon einen Bestandteil im Motorsport mittlerweile hat. Aber auch auch über die Covid-Jahre haben wir schon gesehen, dass das Simracing einen extremen Boom, einen extremen Hype hatte und wo auch Rennfahrer wirklich aus dem Simracing ins reale Rennfahren übergestiegen sind oder eingestiegen sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man schon sagen, ich glaube, der alternative Werdegang über den Kartsport ist extrem wichtig, weil du merkst natürlich schon, dass du dort extrem viel Erfahrung lernst. Ja? Ob es in den Zweikämpfen ist, ob es natürlich auch ist, wenn du vielleicht mal einen Crash hast. Im Simracing ist natürlich das, glaube ich, das große Thema. Du kannst auf den Reset-Knopf drücken, in der Realität nicht. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man schon auch noch im Hinterkopf behalten muss.
Ich glaube auch, dass du im Motorsport gerade so an einem Weg bist, wo du vielseitig sein musst tatsächlich. Und auch das wird interessant sein zu sehen, wo die Zukunft hingeht. Ja? Ich glaube, wir sind gerade auf einem Weg, wo vieles möglich ist, sowohl im Verbrennerthema, E-Mobilität, Sim-Racing. Und man muss tatsächlich jetzt gucken, wo da die Reise hingeht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und ich glaube, man muss einfach auch als Rennfahrer da sehr offen sein. Ja? Vor 10, 15 Jahren, da gab es nichts über Verbrenner, lauter Sound, dieser Benzingeruch. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit muss man da ein bisschen flexibel sein. Ja? Wir haben auch unser Projekt mit BMW oder unser Programm mit dem LMDH, wo wir mit der Hybrideinheit aktuell Rennen fahren. Wo letztlich die Reise im Motorsport hingeht, ist schwer zu sagen, ob es wirklich voll elektrisch wird, ob es die Hybrideinheit sein wird oder vielleicht auch weiterhin der Verbrenner. Es wird sich zeigen, aber ich denke, man sollte da offen sein, um vielleicht alle möglichen Wege zu gehen.